Er saß da wie ein Weihnachtsmann aus dem Warenhaus und verteilte Liebesgaben. Goldarmbänder und Broschen für die Schwestern, goldene Zigarettendosen und Feuerzeuge an die Assistenzärzte. Oh, er genoss jeden Moment. Der Scheck an Toledano, eine schöne, fette Summe. Sie war der Preis für ein gestohlenes Leben. Toledano hat ihm beinahe die Hände geküsst und mir wurde übel. Und dann stand Walter Geiger bei ihm. Er wusste nichts, dessen war ich todsicher. Und das war das Schlimmste. Dieser feine Mann steckte mit in dem Dreck und hatte keine Ahnung. Das konnte ich nicht mehr aushalten. Ich ging. Aussage Schwester Rosen. Es war noch eine Menge Formalitäten zu erledigen vor der Abreise. Dr. Mantle machte das. Mr. Todd sollte sich inzwischen noch eine Weile ausruhen. McCullen und ich brachten ihn zurück in sein Zimmer. Ich war etwas überrascht, dass Dr. Everett vor der Tür auf uns wartete. Er sagte, er bliebe nur ein paar Minuten und riefe mich dann. Ich ließ die drei allein. Ich bin froh, dass Sie noch kommen, Dr. Everett. Ich habe Sie schon auf der Party vermisst. Ich wollte Ihnen noch ganz besonders danken. Ohne Sie wäre es wahrscheinlich doch noch schief gegangen. Sie sind ein großartiger Arzt. Ja, und das ist mein Stichwort, Mr. Todd.